Super, dann fangen wir doch mal an mit der ersten Frage. Welche Erfahrungen hast du mit der Sekte gemacht? Meine Erfahrungen in der Sekte, die gehen sehr lange zurück. Also ich bin in dem aufgewachsen, also drinnen geboren. Und in die Kinder Gottes, das war ein Feld für sich. Also man hat einem eingetrichtert, schon als kleinem Kind, dass das das einzige wahre Welt ist, dass alles andere außerhalb der Sekte ist zum Verderben, zum Tod verurteilt. Und man hat von sehr früh auf gelernt, niemand außerhalb der Sekte zu trauen, nicht mit anderen Leuten zu reden. Und so bin ich aufgewachsen. Wie ist denn dein, also beziehungsweise wie lange bist du denn in der Sekte gewesen? Also bist du reingeboren? Wie ist das gelaufen? Ich war von meiner Geburt bis zu meinem 13. Lebensjahr zum ersten Mal, war mein erstes Fluchtversuch. Und endgültig bin ich dann weggelaufen, wo ich 15 war. Da bin ich wirklich endgültig davongekommen und das feiere ich noch heute jedes Jahr. Also seit meinem 15. Lebensjahr habe ich wirklich nichts mit der Sekte zu tun, also weder mit Verwandten noch mit Eltern noch mit das Glauben. Also das ist für mich ja damit abgeschlossen gewesen, ja. Denn wie hat die Sekte deinen Alltag geprägt, wie du aufgewachsen bist? Das kann man sich gar nicht vorstellen als normaler Mensch. Also wenn man zum Beispiel als Kind, wenn man dann trotzdem die Phase hat oder man sagt, nein, ich möchte das nicht oder mir schmeckt das Essen nicht oder ich will nicht, das kannte ich nicht als Kind, das ich will nicht. Das ist, du machst es, du willst es, es wird dir befohlen und wenn man sich gewehrt hat oder Nein gesagt habe, wurde man sehr drakonisch bestraft. Also man hat wirklich sein ganzes Leben in Angst verbracht. Entweder Angst vor die Erwachsenen, Angst vor andere Kinder verpetzt zu werden und natürlich auch Angst vor dem Ende der Welt und Angst vor die Außenseite, weil die Außenseite sind ja auch böse. Also man kann sich so vorstellen, man lebt einfach in permanenter Angst als Kind. Und man lernt irgendwie mit dem umzugehen oder einfach zu verdrängen, oder? Ja. Du redest von drakonischer Strafe oder das Kind warst. Wie bist du denn bestraft worden? Also häufig ist man auspeitscht worden. Also wo ich bin, vor allem sehr klein gewesen, das sind die Sachen, die mich am meisten geprägt hat. Da hat man wirklich einem da die Hände zum Beispiel hinter dem Rücken gebunden oder vorne dran. Man ist meistens dann auch nackt ausgezogen. Man muss sich das vorstellen, das sind vielleicht bis zu 200, 300 Leute in so einer Kommune. Und meistens ist das so nach dem Frühstück passiert in Indien, wenn man bestraft wurde. Also einmal, das weiß ich, einer von den ersten Male, wo ich so bestraft wurde, so eine drakonische Strafe war, weil ich habe an das Glauben gezweifelt. Ich habe dann wirklich gesagt, das Glauben bezweifle ich. Also ich bezweifle, dass Moses David Gottes Prophet sei und so. Und für dieses Vergehen wurde ich dann vor die gesamte Kommune nackt ausgezogen, also wirklich nackt. Und es hat da in diesem Gebäude hat so wie Säulen gehabt. Es war so ein alter Kolonialhus im englischen Stil, in Indien. Und da wurden die Hände so am Säule festgebunden und dann habe man mir mit so einer Ledergurt, mit so 5-6 Jahre alt, hat man mir dann wiederholt geschlagen. So oft, bis sogar meine Mutter hat geschrien, das geht zu weit, hör endlich auf. Und ich bin zusammengebrochen, also vor Schmerzen. Und das war natürlich eine Methode. Eine Methode war zum Beispiel das Mund zu kleben mit Industriekleberband. Man dürfte das auch nicht abnehmen. Also wenn man es abgenommen hat, dann wurde die Strafe verlängert. Oder? Eine andere Methode war zum Beispiel Freiheitsberaubung, also in ein Zimmer eingesperrt werden, meistens ohne Licht, ohne Zugang zu WC oder Dusche. Notdurft in ein Eimer und einmal am Tag ist irgendwie ein bisschen Brot und Wasser reingeschossen worden. Und meistens zudem hat man müssen so Glaubensbücher und Glaubensschriften von der Sekte auswendig lernen und dann die am Abend zitieren. Und das war meistens auch quasi der Aufgabe, sodass man überhaupt Nahrung bekam.
Also man hat ein Buch bekommen, man hat müsste sagen, zum Beispiel die drei Seiten tust du auswendig lernen, die musst du zitieren, perfekt. Hast vielleicht drei Chancen, wenn du das vermasselst, ist das Brot im Wasser auch dann wieder weg, oder? Das war eine zum Beispiel. Ist das denn, ist die Auspeitschung denn sozusagen der schrecklichste Moment gewesen, wo du erlebt hast? Oder hat es da etwas schlimmer ist für dich? Wo ich bin, das Schlimmste für mich als Kind war das sogenannte freie Liebe, die auch dann mit Kindern praktiziert wurde. Und ich möchte jetzt nicht zu fest auf das eingehen, aber es gab erheblichen sexuellen Missbrauch gegen Kinder. Das ist auch sehr gut dokumentiert. Also international, wenn man das ein bisschen googelt, also die Sexsekte, Kinder Gottes, der pädophile Anführer Moses David, der auch an sich an seine eigenen Kinder und Enkelkinder vergangen hat, das sind alles sehr gut dokumentierte Sachen. Weltweit sind auch viele, viele Strafanzeigen und sogar so weit gegangen, wo die Behörden sind da zu diesen Kommunen gegangen und haben sogar die Kinder mit staatlicher Gewalt von diesen Kommunen weggenommen. Tatsache ist aber, dass wenn man in so einer Sekte aufwächst, man hat so Schiss vor der Außenwelt und man kriegt so eingetrichtert, dass was wir machen normal ist, dass man natürlich die Behörden gegenüber schweigt und sagt, nein, das ist, mir geht's gut, meine Eltern machen mir nichts. Oder? Und es glauben noch viele heute noch, dass das, was damals passiert ist, eigentlich okay ist. Also das, ja, wenn man als Kind nichts anderes kennt, oder das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Und ich werde einfach ganz kurz erwähnen, dass der Grund, warum dass ich an die Öffentlichkeit gehe, ist, dass mein Stiefvater und meine Mutter haben auch solche Straftaten mit mir begangen. Und ich möchte jetzt nicht im Detail erwähnen, was genau passiert ist, das ist Sache für Staatsanwalt. Aber auf jeden Fall sind diese Sachen passiert. Ich habe auch auf meiner Homepage Seibel-Philipp, also philippseibel.com, wenn man das unbedingt da im Detail nachlesen will, findet man das auch auf meiner Homepage. Und das für mich ist einfach unglaublich, dass so viele Kinder, also ich bin vielleicht weniger als 1% von all diesen Opfern, die es wagen, überhaupt über das zu reden, weil man stelle sich das auch vor. Man will nicht seine Frau, seine Freundin, seine Kinder, seine Arbeitgeber sagen, guck, ich bin in einer Sekte gewesen und übrigens als Kind bin ich dann auch sexuell misshandelt worden oder sogar von meinen eigenen Eltern. Das will man nicht hören, das grauselt einem und auch die Gesellschaft flüchtet vor dem, oder? Wenn ich auf Facebook oder YouTube oder etwas von dem erzähle, die meisten Leute, die gucken das gar nicht mal zu Ende, weil oft die Reaktionen, was ich bekomme, wenn ich meinen Mund aufmache, ist die Leute erstmal, die brechen in Tränen zusammen. Und ja, ich bin da ein bisschen immun, weil das ist jetzt schon lange her, aber es braucht enorm viel Mut und Kraft, um darüber zu reden. Und die Peiniger hingegen, sie profitieren davon, dass sie können sich verstecken, weil es eben so viel Kraft und Mut kostet, sie überhaupt an der Pranger zu stellen. Mhm. Und ich habe mich entschieden, ich werde diese 1% Seite das macht, weil das ist mir egal. Ich mache das nicht, weil ich möchte irgendwie etwas für mich machen, sondern meine Eltern und die anderen Leute, die das gemacht haben, die müssen ins Gefängnis, die müssen bestraft werden. Die laufen frei herum und sie bestreiten noch heute, dass sie irgendetwas Schlimmes gemacht haben. Es ist wirklich, kannst du mir nochmal sagen, in ein, zwei Sätzen, warum genau du ausgestiegen bist? Also hast du dich nicht mehr können? Ich kannte mein Leben lang nur Zwangsarbeit, nur Arbeit, 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 Gott beten, Jesus beten, Arbeit. Und schon als Kind musste ich zum Beispiel in Zürich auf der Straße singen im Winter mit so alten Klamotten und Schuhen, die nicht wintertauglich waren, und wir haben uns den Arsch abgefroren für mehrere hundert Franken pro Tag. Und wir haben, wenn überhaupt, vielleicht mal ein Sandwich bekommen und ein bisschen Tee. Und ich habe gesehen, wie viel Geld da drin ist. Und ich habe keinen Rappen bekommen. Ich habe nicht einmal ein anständiges Paar Winterschuhe und nichts bekommen. Und dann mit 13 habe ich gefunden, leck mich am Arsch. Warum mache ich das überhaupt für euch? Ich werde einfach geschlagen und erniedrigt und eingesperrt. Und wenn ich mit... Ich durfte nicht einmal, wenn ich auf der Straße war und ich habe mit einem anderen Kind in meinem Alter gesprochen und ich habe nicht über Jesus gesprochen oder nicht über die Endzeit, einfach normal wie so über Spielsachen oder Computerspiele.
Ich wurde nachher zu Hause malträtiert und geschlagen. Das war undenkbar, dass ich dürfte meine Meinung äußern, dass ich dürfte mein eigen die Sachen haben. Also bis ich 13 war, ich habe nicht einmal meine eigene Kleider dürfen haben. Es ist alles einfach in der Sekte geteilt gewesen. Zum Beispiel meine Großeltern haben mir mit 8 oder 9 Jahren alt mir eine Gitarre geschenkt. Ich habe ein Jahr lang die Gitarre gar nicht unbedingt interessiert, aber dann irgendwann hat es mich dann interessiert und ich habe angefangen zu lernen. Dann kam mein Stiefvater rein und hat gesagt, nein, du hast diese Gitarre nicht verdient, weil du spielst nie mit denen, und hat es einfach knallhart jemand anders geschenkt. Und ich so, ey, warte, aber jetzt habe ich gerade Interesse an dem entwickelt. Und so ging es die ganze Zeit, oder? Und während der Sommerferien zum Beispiel, wenn andere Kinder hey, Sommerferien gehabt, dann haben meine Eltern gewusst oder die anderen Erwachsenen, jetzt ist Sommerferien, jetzt fragt niemand, warum sind die Kinder nicht in der Schule. Also für uns Sommerferien war das pure Hölle. Da sind wir arbeiten geschickt. Also um 6 Uhr morgens ist der Bus losgefahren und dann ist der ganze Tag 12, 13, 14 Stunden draußen, Traktate teilen, Spendenbetten, Kassetten verkaufen und singen. Also ich weiß noch, wo ich vielleicht 11, 12 Jahre alt war, mein Stiefvater, wir sind immer dann zum Beispiel in Flamatt, in Fribourg, in Gruyère, in Neuchâtel, in Delamont, sind wir immer gar Basque, also baskisch Straßenmusik machen, oder? Und er hat immer gesagt, noch ein Restaurant, bis ich wollte zusammenbrechen, oder? Bis meine Hände blau und grün waren, weil ich habe die Bongos gespielt und er hat Gitarre gespielt. Wenn ihr einmal aus dem Takt gehauen oder einmal das Ende verpasst oder einmal irgendwie, weil ich musste auch noch singen natürlich, Harmonie und so. Wenn ihr ein kleines Fehler gemacht, einmal ist er einfach für alle Leute, es sind ungefähr 50 Leute da, das ist in Villeneuve gewesen, in irgendeinem Restaurant. Ist er komplett ausgetickt. Für alle Leute, ich habe irgendwie einen Schlag zu laut auf die Bongos gemacht und er hat einfach die Gitarre in die Ecke gestellt und hat mich für alle Leute einfach zusammengeschrauben. Und zwar richtig, bis sein Ader ist geplatzt oder fast oder nicht geplatzt. Und ich bin heulend davongelaufen, oder? Und ich meine, ich bin ja 11, 12 Jahre alt und ich wollte nicht die ganze Zeit arbeiten und so. Und ich wollte schon in Indien weglaufen aus der Sekte und schon als ich 8, 9, 10 Jahre alt war in der Schweiz, wollte ich weglaufen, aber ich wusste, ich bin zu klein. Ich habe keine Überlebenschance und wenn ich weglaufe, wird die Polizei mich eh zurückbringen, oder? Aber seitdem, dass ich denken kann, seit meinem 5., 6., 7. Lebensjahr, habe ich gefunden, fuck, ich will einfach raus hier, oder? Und dann mit 13 bin ich weggelaufen, Polizei hat mich aufgegabelt, wieder zurück. Und dann mit 14 habe ich gesagt, ja, ich will jetzt entweder die Leute mir lagen oder bringt mich um, das ist mir egal. Und dann ist es aber dann richtig losgegangen, oder? Dann haben sie mich... Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr wie lange, aber es ist mehrere Monate, haben sie mich dann in ein Zimmer eingesperrt, so wie man hat für Schwerverbrecher gemacht, oder? Und wirklich da mit Eimer für Notdurft und einmal, zweimal am Tag etwas zu essen, und dann haben sie mich in diesem Zimmer mit Redeverbot drinnen behalten, bis sie, hey, mit meinen Verwandten in Deutschland können abmachen, dass ich zu meinen Verwandten auf Deutschland gehen kann. Und natürlich meine Verwandten in Deutschland, die wollen mich auch nicht haben, weil ich bin ja eine Belastung. Ich meine, meine Großeltern wollen mich nicht oder meine Tante, die will mich auch nicht, die hat auch selber Kinder und so. Und so hieß es dann ganz schnell, der ist unerziehbar, der ist renitent. Mein Stiefvater hat gesagt, mein Sohn, der hat mich angegriffen und hat mich geschlagen und er ist aggressiv. Und ich so, wie bitte? Also woher hat das gehört? Ich bin aus aller Wolke gefallen. So, du schlagst mich mein ganzes Leben und jetzt gehst du Lügen über mich erzählen, nur weil ich aus die Sekte raus will, oder? Mhm. Und da hat es angefangen richtig kochen, oder? Und aber drum, mit 15 ist dann wie durch ein Wunder, ist ein Ereignis passiert, wo mir hätte dann quasi die Freiheit aus dieser Sekte ermöglicht. Und dann habe ich den einfach mit offenen Händen genommen, oder? Weil dann ich habe da gesehen, ja, that's it, that's what I want to do, you know? Aber es war nicht so, dass ich... Hat davon geträumt, Musiker oder Künstler zu werden oder so. Ich kann nichts anderes. Ich habe nie Schule fertig gemacht, ich habe nie eine Ausbildung bezahlt bekommen. Ich habe mein 50. Lebensjahr alles selber bezahlt. Also Wohnungen, Gitarre, alles. Alles selber gemacht. Und dann lebt man einfach so und dann irgendwann muss man sich seine Kinder das erklären, die Außenwelt erklären, ja.
Warum sind sie 42 Jahre alt und haben nicht einmal die 8. Klasse zu Ende gemacht? So, because of that. Weil ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Wie ist denn, also du hast jetzt erzählt, oder die ganze Zeit, was hat dich dazu gebracht, auszusteigen? Wie ist die Zeit gelaufen nach deinem Ausstieg, also gerade danach? Also ganz am Anfang war ich euphorisch. Ich habe eine Straßenmusiker in Solothurn kennengelernt, das kann man auch übrigens auf meiner Homepage philippseibel.com auch nachlesen, weil das ist eine lange Geschichte. Aber ich werde nach und nach probieren, das mehr auf meiner Homepage zu erklären und so. Aber die punktuellen Sachen sind die, ich bin im Solothurn gewesen mit 15 Jahren alt. Ich habe da einen Straßenmusiker gehört, der hat am Ufer von der Aare gesungen und dann bin ich zu denen hingegangen und habe gesagt, wow, das ist schön. Und dann hat er mich gefragt, ob ich auch Gitarre spiele und ich habe gesagt, natürlich, weil in der Sekte musste man das ja, oder, für Geld verdienen. Und er hat gesagt, ja, Pott, du kannst gut spielen und singen, wie alt bist du? Und ich so 15 und so, wirklich, also, das ist beeindruckend, oder? Und dann sind wir losgezogen zu ein paar Terrassen, wir haben Geld verdient und ich so, stimmt. Ich könnte das eigentlich machen. Und dann, anstatt das Geld an die Sekte abzugeben, kann ich das selber behalten, oder? Und da ist mir irgendwie so ein Licht aufgegangen, oder? Und dieser ältere Straßenmusiker, der ist ironischerweise genauso alt, wie ich heute bin, oder heute, also in zwei Wochen werde, der ist damals 42 gewesen. Und ich werde 42 nächsten Freitag. Also es ist irgendwie auch irgendwie schön, dass nach so vielen Jahren dann noch einmal die Runde zu drehen, oder? Und ich habe ihm dann erzählt von meinem Stiefvater, der tut mich ausbeuten und schlagen und meine Verwandten, die wollen eigentlich sich nicht mit mir auseinandersetzen und so weiter. Und er hat gesagt, ja, aber lass dir das doch nicht gefallen. Du kannst singen, du kannst Gitarre spielen, du kannst viel mehr als ein normaler 15-Jähriger. Nutz das. Mach doch etwas aus dir. Und dann sind wir mit der ersten verdient. Wir haben so zwei, drei Terrassen gespielt und wir haben 160, 170 Franken verdient, oder? Und mein Anteil war die Hälfte. Und dann habe ich mir mit die 80 Franken bin ich wieder im Music Melody oder irgendein Musikladen in der Altstadt in Solothurn, bin ich mir einen Bongos kaufen gegangen. Und da habe ich Bongos gespielt. Und nach ein paar Monaten mit diesem Straßenmusiker zusammenarbeiten, gab es genug Geld, um eine Gitarre zu kaufen. Und in der Zeit, es ist wirklich eine der schönsten Zeiten und auch eine von den brutalsten Zeiten in meinem Leben gewesen. Oh, Zeiten, Entschuldigung. Weil wenn es Sonne ist, schön, kann man arbeiten. Wenn es aber regnet und man wohnt in einem Zelt und man obdachlos ist, ja, was macht man dann? Als 15-Jähriger hat man extrem viel Energie und man langweilt sich sehr schnell, oder? Und dann hat man nichts zu tun, oder? Und man ist auch obdachlos und man ist mit einem 42-Jährigen unterwegs, der bis am Mittag pennt und eine Zigarette nach der anderen raucht und am Abend vielleicht dann noch seine Flasche Wein gönnt. Und ich als 15-Jähriger hat das alles nicht interessiert, oder? Ich wollte Geld, 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 Geld verdienen, arbeite, 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 oder? Und dann irgendwann war das soweit, ich habe meine erste Gitarre gekauft, er ist dann zurück nach Antwerpen und wir sind bis heute Freunde, also der ist einer der nettesten Menschen, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Und es hat mir auch ein bisschen leid für ihn getan, weil alle die anderen Straßenmusiker, die sich ständig über den lustig gemacht, ah, du bist ein Pädophil, du pennst mit einem 15-jährigen Buben in ein Zelt und einen dummen Spruch gemacht. Und ich so, hallo, hab dich nicht fucking Fresse, Mann, weißt du, der ist eine, ich weiß, was ein Pädophil ist und der ist sicher nicht einer, oder? Also, genau, wie ist denn das? Also bist du zuerst? Ist das so gewesen? Wie bist du denn nachher? Kannst du uns kurz erzählen, wie du denn von dem gekommen bist, zu wie es jetzt ist? Also wie die Überleitung? Die Überleitung von damals zu jetzt ist irgendwie, ja, das ist schwierig zu erklären. Das hat sich irgendwann ergeben, oder? Ich habe jahrelang herumgereist. Irgendwann mit so 20, 22 habe ich festgestellt, ja, Straßenmusik auf Dauer, das es ist ein extrem rauf und runter, weil wie man sich vorstellen kann, bin ich auch schon sehr vorbelastet, mental wie seelisch auch, oder? Und wenn man immer das macht, was man als Kind gezwungen wurde zu machen, ist das eine Hassliebe. Also es hat Zeiten gegeben, ich konnte der Gitarre nicht ansehen, weil das hat mich so viel schrecklicher Erinnerungen hochgejagt.
wo einmal bin ich sogar komplett ausgerastet, hat die Gitarre genommen, hat einfach an den Boden zerschlagen, oder? Und dann bin ich dann direkt eine neue gekauft, weil ich habe ja Geld gehabt. Ja, aber es ist wirklich eine sehr krasse Hassliebe mit Musik, mit Singen, mit Baske, mit Performen, mit alles. Und mit 22, nachdem also ich war in Spanien und England und Dänemark überall, und dann bin ich nach Deutschland gegangen. Und ich habe gedacht, ja, ich bin deutscher Staatsbürger, die Deutschen, die sollen mir jetzt mal helfen. Dass ich eine Ausbildung bekomme, dass ich Schule kann fertig machen. Die Behörden haben mir ins Gesicht geguckt und haben gesagt, nein, du bist zu alt. Wir helfen dich nicht. Du kannst einen 1-Euro-Job haben, du kannst mit Sozialhilfe da anklopfen und that's it. Und ich so, hallo, ich bin 22, ich kann arbeiten. Das ist wirklich das, was ihr bei mir macht. Gäh. Kein Schulabschluss, kein Ausbildung, nur 1-Euro-Jobs und ich kann ja bis an mein Lebensende in irgendeine Scheißfabrik alte PCs auseinandernehmen. Talk, 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 oder? Und dann habe ich mir eine Zeit lang einen Job als Kellner und dann habe ich mich bei der Bundeswehr beworben. Und dann haben sie mich auch genommen. Und da war echt die Überlegung, Berufssoldat zu werden, die ironischerweise viele andere Kinder aus der Sekte auch in Amerika und England auch geworden sind. Also viele Kinder, mit denen ich aufgewachsen bin, sind auch in Afghanistan und sonst in Irak und so gewesen. Ein paar sind ums Leben gekommen, leider. Oder. Aber das ist sehr häufig, ironischerweise, wir Kinder sind, nachdem wir weggelaufen sind, wir haben keinen Kontakt zueinander gehabt und wir sind überall auf die ganze Welt verstreut und auf ironische Art und Weise, zu 50% kommen wir alle auf die Idee, irgendwann ins Militär zu gehen. Und das ist natürlich klar, weil die Militär braucht sättige Leute wie mir, die keine süchtige Chance haben auf ein normales Leben, oder? Und bei mir war ironischerweise so, ich bin dann, wie gesagt, berufen worden, oder? Und zwei Wochen vor dem Marschbefehl, wo ich hätte da ins Ausbildung gehen sollen, bin ich von einem Taxi überfahren worden. Und dann als untauglich dann abgestempelt. Und ja, und ich wollte auch nicht mehr Musik machen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich beschlossen, ich gehe nach Bern, ich saufe mich einmal voll und dann schmeiße ich mich von einer Brücke. Ich habe keinen Bock mehr mit 23. Und dann habe ich die, an dem Abend, wo ich in Reithalle angekommen bin, habe ich dann die Mutter meiner ersten Tochter kennengelernt. Und dann hat sie auch gefunden und so, ja, warum willst du dich wehtun? Warum tust du nicht die Leute weh, die dir das alles angetan haben? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast eigentlich recht, oder? Aber es ist dann noch 15 Jahre, weitere Jahre vergangen, bis ich habe in 2015 den Mut gehabt, über das zu reden, okay? Nee, Quatsch, nicht 15 Jahre, 11 Jahre, also meine 2005 bis 2000, ja, 10 Jahre, plus minus. Aber wie geht's dir denn heute? Es ist wunderschön. Also ich muss sagen, die Tatsache, dass ich noch lebe, dass es mir gut geht, dass ich als Vater meine Kinder kann gut erziehen, dass ich stabile Frau habe, und so, das ist das größte Mittelfinger, was ich meinen Eltern geben kann. Weil sie haben mir schon damals mit 15 schon prophezeit, du wirst in Elend sterben, du wirst spätestens mit 18 oder 19 Jahre alt an einer Drogenüberdosis irgendwo in einer Abflussschacht von Bern liegen und so. Und sie haben alle meine Verwandten und meine Kinder erzählt, ja, der Herr Philipp Seibel, der ist heroinabhängig, der ist ein Säufer. Und ich so, hallo, nee, das stimmt einfach voll und hinten nicht. Und ich glaube, ein von den Gründen, warum ich konnte in sättigen Milieus jahrelang aushalten, so in der Reithalle und in alternative Szene, wo halt viel Drogen genommen wird und viel gesoffen wird, und selber nie wirklich dem verfallen war aus genau diesem Punkt, dass ich wollte niemals zulassen, dass meine Eltern können mich angucken und sagen, wir haben recht gehabt, oder? Ist das denn voll der Weg, wie du das Ganze erst irgendwie verarbeiten? Ja, das ist, da gibt es einen geilen Spruch in Ben Hur, wo der römische Soldat tut der Ben Hur auspeitschen und der Ben Hur, und dann fragt der Ben Hur, was ist deine Motivation, am Leben zu bleiben? Und er schaut ihn einfach an und sagt ein Wort, Hass. Und das hat mich irgendwie geprägt, oder? Aber ja. Hast du denn noch irgendwelche Kontakt mit deinen Eltern? Ich habe 2016 den mal zum Essen eingeladen, bei mir zu Hause. Weil ich wollte, also zuerst, ich habe heimlich das ganze Gespräch aufgenommen. Ich wollte irgendwie
den betrunken machen und den irgendwie dazu bringen, dass sie zugeben, dass sie das alles gemacht haben. Und dann habe ich dann auch am nächsten Tag zur Polizei gehen wollen und probieren, weil damals meine Eltern sind auf der ganzen Welt immer überall am Reisen gewesen. Und sie überhaupt mal erwischen zu können, so dass man sie kann in Haft nehmen, wäre schon eine kleine Herausforderung für sich. Und darum habe ich jahrelang vorgegaukelt, ja, es ist alles verziehen, es ist alles Vergangenheit und so. Und man muss sich auch vorstellen, meine Eltern glauben noch heute, dass sie haben nichts wirklich Falsches mit mir gemacht, weil sie sind da so dermaßen Gehirn gewaschen oder keine Ahnung, oder vielleicht sind sie einfach so krank, dass sie wirklich glauben, dass Kinder auszupeitschen mit einem Gurt und den sexuell zu misshandeln, dass das irgendwie richtig sei, oder? Und man so das, also ich weiß noch, also das Item mal, was mich wirklich fast das Essen hochgewürgt hat. Wir saßen am Tisch, mein Stiefvater stand auf, er ging ans WC und meine Mutter guckt, reicht ihre Hand so zu mir rüber und toucht mich auf die Hand und sagt, du bist so ein schöner, großer Mann geworden. Aber wirklich mit dieser Betonung, oder? Und du weißt ja, dass ich und dein Vater immer noch freie Liebe praktiziere. Und ich bin aufgestanden und ich bin einfach davongelaufen, weil ich wollte mein ganzes Essen rauskotzen, oder? Und da ist in mir in dem Augenblick klar geworden, sie haben das nie begriffen, das, was sie machen, falsch ist. Sie haben keine Reue und sie werden auch straffrei davonkommen. Und ich hätte das auch sein gelassen. Aber dann habe ich dann angefangen, andere Geschichten zu hören von anderen Mädchen, die schon im Jahre von 7, 8, 9 Jahre alt von meinem Stiefvater wirklich da an dem vergangen worden sind. Und meine Mutter hat sogar aktiv diesen Mädchen aus dem Bett geholt, mitten in der Nacht, und sie zu meinem Stiefvater ins Bett gelegt, sodass er sie an sie vergnügen konnte. Und in dem Augenblick habe ich gewusst, entweder muss der sich ins Gefängnis gehen, er muss bestraft werden, oder ich reise höchstpersönlich nach Hannover und dann gnade ihn Gott. Und dann stelle ich mich nachher freiwillig der Polizei und dann sage ich, okay, verhafte mich jetzt. Weil das kann einfach nicht sein, dass die Behörden sagen, ah, das ist verjährt. Es ist nicht verjährt. Ich kann mich noch heute an dem erinnern. Was ist bitteschön an dem verjährt? Hast du den Anzeige gestattet? Ja, zweimal, in der Schweiz und in Deutschland. Das ist beides eben nicht an Hand genommen. Mhm. Und darum komme ich zu euch, darum bin ich auch zu der SRF gegangen. Wie ist das? Hast du jetzt heutzutage Kontakt mit anderen Aussteigern? Ja, habe ich, aber wie gesagt, die meisten Leute, die schämen sich überhaupt für die Tatsache, dass sie in die Sekte waren, genauso wie ich. Mhm. Also ich habe erst mit so 35, 36, habe ich überhaupt angefangen, so anzudeuten zu anderen Leuten, dass ich in einer Sekte aufgewachsen bin. Aber nicht einmal vom Missbrauch oder ja, nicht die Werte. Nur, ja, ich bin ein bisschen andere Vergangenheit gehabt. Und erst so wirklich so in 2020 habe ich dann wirklich gesagt, weißt du, ich habe die Schnauze voll. Ich möchte nicht mein ganzes Leben dann lügen müssen, nur mal weil mir das angetan wurde, ist als Kind. Und ich habe gesagt, weißt du was, leck mich am Arsch. Wenn die anderen Leute denken, ich bin irgendwie komisch oder anders oder wie auch immer, weil ich in einer Sekte aufgewachsen war, ich habe das nicht gewählt, ich habe das nicht wollen, ich kann nichts dafür. Wenn deswegen jemand ein Problem mit mir hat, dann sollen sie vielleicht selber ein bisschen seinen Kopf untersuchen, finde ich. Oder? Genau. Was, jetzt noch die letzte Frage, was ratest du Personen, die aus Sekten aussteigen? Ich rate denen, so schnell wie möglich Hilfe zu suchen und so schnell wie möglich die Wahrheit und die Tatsachen in Augen zu schauen, weil desto länger man wartet, desto weniger man wird Hilfe bekommen und Hilfe ist schon schwierig genug zu bekommen. Mhm. Also ich habe wirklich jetzt 27 Jahre alleine mich durchschlagen müssen und es hat wirklich kein Sau mir helfen wollen. Und wenn andere Leute aus der Sekte aussteigen, das ist ein herber Verlust. Man verliert seine Familie, man verliert seinen Glauben, man verliert seine Identität, man verliert vielleicht sogar seinen Verstand, man verliert sein Eigentum, man verliert so viel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann muss man sich auch noch mit der eventuellen Missbrauch und Verurteile von die Außenwelt sich auch noch auseinandersetzen, plus noch der Missgunst von die eigenen Verwandten und die eigenen Menschen, mit denen man sein ganzes Leben lang unterwegs ist. Also das ist eine pickelhärte Sache und das, die Statistiken sprechen für sich. In der Sekte, in dem ich aufgewachsen bin,
zwischen 10-20% von den Aussteigern sind inzwischen tot. Die haben sich umgebracht. Oder sind an Drogenüberdosis verfallen. Und das sind Statistiken, die kann man recherchieren. Und ich gehe davon aus, dass es auch ähnlich ist in anderen Sekten auch. Also die Selbstmordrate ist extrem hoch, also holt euch Hilfe. Weil Gott weiß, ich hätte das Hilfe können, bitte nötig gehabt. Und ich glaube, ich bin einfach zu einem Sturkopf, um mich kleinkriegen zu lassen, aber es ist ein pickelharter Weg gewesen für mich. Und ich muss sagen, es ist schade, dass ich erst mit 42 das Leben habe, wo die meisten Leute eigentlich für selbstverständlich halten mit 20. Danke vielmals. Bitte schön.